Herzlich willkommen bei einem neuen Rechtstipp, diesmal aus dem Bereich Compliance. Compliance-Management-Systeme werden immer wichtiger, denn immer mehr Gesetze setzen auf effektive Selbstreinigungsmaßnahmen. Jede Unternehmensleitung ist verpflichtet, die Wahrscheinlichkeit von Rechtsverstößen in ihrem Unternehmen selbst so gering wie möglich zu halten. Denn kommt es zu einem Compliance-Vorfall, kann es zu einer zivilrechtlichen und strafrechtlichen Verantwortung kommen und das will keiner. Das betrifft sowohl die Unternehmensleitung als auch das Unternehmen selbst. Nun, wirksame Compliance-Management-Systeme reduzieren dieses Risiko. Sowohl nationale als auch ausländische Bestimmungen fordern zunehmend die Implementierung dieser Systeme. Lassen Sie mich zwei Beispiele geben. Beispiel 1. Nach dem neuen österreichischen Vergaberecht müssen Unternehmen bei Compliance-Verstößen eine sogenannte Selbstreinigung durchführen. Dazu zählen nicht nur interne Untersuchungen der Vorfälle und die Kooperation mit den Behörden, sondern natürlich auch die Verbesserung des Compliance-Management-Systems. Idealerweise wird dieses System dann durch unabhängige Dritte zertifiziert und überprüft. Ohne diese Selbstreinigung droht der Ausschluss von Vergabeverfahren. Das ist für viele Unternehmen tatsächlich eine Gefährdung des gesamten Geschäftsmodells. Zweites Beispiel. Auch das neue deutsche Verbandssanktionengesetz, das im Entwurf vorliegt, wird Anreize für Investitionen in Compliance-Systeme schaffen. Nach dem vorliegenden Entwurf sollen Unternehmen bei einem Verstoß weniger bis gar nicht bestraft werden, wenn sie über effektive Compliance-Systeme verfügen. Auch eine objektiv und ernsthaft durchgeführte interne Untersuchung soll sogar einen Bonus von bis zu 50% bringen. Das, meine Damen und Herren, sind doch sehr gute Anlässe für Unternehmen, sich jetzt vermehrt dem Thema Compliance zuzuwenden. Wenn Sie Fragen dazu haben, stehen wir Ihnen mit unserem gesamten Team jederzeit sehr gerne zur Verfügung.